CQ Sota. Hotel Bravo 9, Papa, India Mike Portable. Der 1. Januar im neuen Jahr 2020. Wir sind im Steiner Berg, auf dem Muggenboden, in Stein, in Toggenburg. Und wir wollen heute den Stockberg aktivieren. Es war sehr kalt heute Morgen, minus 6. Hier oben ist es etwas wärmer, wir sind nicht mehr im Nebel hier. Und wir laufen hier zu, Richtung Risipass und dann weiter den Stockberg drauf. Es windet wieder einmal ein bisschen, aber sonst ist es sehr angenehm hier zum Laufen. Die Schneeschuhe muss ich noch nicht anlegen. Es ist alles stark gefroren, aber porös. Und man kommt gut fürchen und es ist nicht allzu glitschig. Wir sind gleich in Ahornen oben. Letztes Jahr, als ich auch hier oben war, war Ahornen praktisch zerstört von einer Lawine, die da vom gemeinen Weiss oben runtergekommen ist. Das ist der Berg von uns und das ist auch ein Sota-Berg. Wir laufen hier zu, weiter das Wägli nach drauf und dann hier oben links müsste dann der Risipass sein und es geht dann in einer Traversierung über zu einer Krete hier auf Flanken vom Stockberg und dann gehen wir die Krete drauf. Kurz unter dem Risipass mache ich eine kleine Pause hier bei einem Tändli, wo es keinen Schnee hat. Und tue mich hier kurz ein bisschen verpflegen. Ja, wir haben es geschafft hier auf den Risipass. Und die Sonne ist immer noch am Aufgehen. Es ist etwa 9 Uhr. Und auf der anderen Seite hier, Richtung Schwegalp, sehen wir die wunderbare Morgensonne hier im Sentis. Es fängt jetzt an zu steigen und ich habe die Schneeschuhe angelegt. Der Weg geht jetzt an den Hang rauf, links rüber und dann Krete drauf. Ich habe schon ein bisschen an Höhe gewonnen. Der gemeinen Weiss ist nicht mehr so gemein hoch. Und ich befinde mich jetzt auf dieser Traversierung zu der Kante. Wenn alles klappt mit der Navigierung, sollte ich dann da vorne irgendwo auf dem Wegweiser treffen, wo es dann ganz zuführt rechts. Mittlerweile ist die Sonne gekommen und der Schnee glitzert. Eiskristalle sind sichtbar. Und wir laufen hier auf dem zugeschneiten Weg. Hinterher da. Richtig Wegweiser. Die Traversierungen können manchmal noch lästig sein mit Schneeschuhen. Vor allem wenn man abrutscht oder wenn es Tiefschnee hat, kann das unangenehm sein, aber im Moment hebt der Schnee noch gut und ich komme gut fürsch. Ich bin mit der Traversierung ein paar Meter zu weit oben rausgekommen. Das ist aber nicht so tragisch, sondern kürzt noch den restlichen Weg ab. Es geht jetzt, wie schon erwähnt, geht es hier noch drauf. Hier der Krete an, leicht rechts, bis wir auf dem Gipfel sind. Es ist richtig heiß für den Winter hier drauf. Es ist wie im Frühling, wenn hier die Sonne auf Schneefeld abbrennt, kommt man wirklich heiß über. Bis aufs Gnägi-Liebli alles müssen in den Rucksack tun. Ich muss noch einmal aufs Thermometer schauen, aber ich bin sicher, es ist über 0 Grad hier oben mit der Strahlung. Und es geht immer noch steil drauf.
Im oberen Bereich sollte es ein bisschen flächer werden. Wir sind schon in der Aktivierungszone und es ist nicht mehr weit auf den Gipfel. Das Panorama ist auch schön geworden hier oben. Wunderbare Aussicht hier. Kurfürsten, Speer. Es ist 10:33 Uhr. Ich bin hier oben angekommen und werde mit dem Installieren von der Antenne anfangen. Und dann natürlich auch mit der Aktivierung. Aber zuerst filmen wir hier mal noch ein bisschen rundherum filmen und geniessen hier die herrliche Aussicht vor uns, gerade der Sentis, unten der Ratschwegalp. Und dann natürlich da vorne weitere Sotaberge, wie Hochalp, Speicher und wie sie alle heißen. HB9 Charlie Golf Alpha, HB9 PIM. HB9 CGA, HB9 PIM, jawohl, ich kann 9 Plus da zurückgeben, funktioniert da perfekt. Ich schreibe auf 10:02. Okay, alles klar, ich nehme an, sagt über dem Nebel. Ja, der Stockberg ist massiv über dem Nebel, auch ein Teil vom Toggenburg. Es geht etwa bis etwa nach Kappel im Moment und dann hört er auf. Okay, alles klar, merci für die Info, wie viel Schnee hat es noch, würde mich auch noch interessieren. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wo. Also jetzt hier auf dem Gipfel, ein bisschen mit Süd-Südwestlage, hat es vielleicht 10 cm. Und weiter unten eine neue Schattenlage, hat es vielleicht einen halben Meter oder fast einen Meter. Es ist sehr unterschiedlich. Ja, okay, also ohne Schnee ist wohl nicht möglich für mich. Okay, merci für die Info, nochmal gute Neue. Ja, vielen Dank und ich bin auch mit den Schneeschuhen. Alles klar, tschüss. HB9 Kilo Alpha Mike, HB9 PIM. HB3YPI, aus 5 Jahren alt, etwa 100 km. 5-5, Name ist André. André ist kurz. André, das ist alles tiptop eingekommen, wunderbar. Ich habe dich im Blog 10:03 aufgeschrieben. Ich habe ziemlich viele Stationen, die anrufen. Ich möchte es aus diesem Grund gerade weitergeben, ich will da nicht unfreundlich sein. Trotzdem ein gutes neues Jahr und hoffe, dass wir uns bei anderer Gelegenheit wieder hören. HB3YPI, HB9PIM. HB9PIM, HB3YPI. Schönen guten neuen Jahr, René. Herzliche Gratulation. Du bist ja immer auf dem Berg. Und ich tue dich locken, 10:03 und 5:09 rechts am Anschlag, René. HB3YPI, HB9PIM. Ich nehme an, du bist im Heimclub.ch. Das geht prächtig hier. Ich kann dir hier auch 5 ohne Rauschen und 9 plus hier angeben. Danke vielmals, René. Dann mache ich hier einen kurzen Durchgang. Dann kannst du noch andere Stationen nehmen. Wünsche einen schönen Tag und ein gutes Neues. Und der Sabrina noch beste Grüße von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Hat sich wieder ein bisschen beruhigt, he? Heimat. Gute Gelegenheit, mal schnell die Installation ein bisschen zu filmen. Ja, wir haben hier die Standardausrüstung, das 857 mit einem Akku unten drin, gelegt hier, 9 Ampere Stunde, ein kurzes Koaxialkabel und dann nachher geht es auf die HB9 CV Beam, wo im Moment Richtung Westen ausgerichtet ist. Es klappt gut von hier oben, es ist ein Frontberg und von den Frontbergen braucht es auch nur wenig Leistung, ich habe jetzt reduziert auf 5 Watt. Aber ich habe das letzte Mal Südfrankreich gemacht von hier oben. Darum habe ich die grosse Anlage mitgenommen und gehofft, dass ich dann vielleicht auch noch ein DX machen kann auf 144-300.
Die Aktivierungen waren wirklich toll. Den ganzen Zettel haben wir vollgeschrieben wieder. Es war offenbar ein grosses Bedürfnis, am heutigen Tag hier so eine Aktivierung durchzuführen. Und es gab viele Stationen, die da auch wieder Antwort gegeben haben. Bevor wir runtergehen, filmen wir noch mal rundherum die wunderschöne Berglandschaft hier oben. Wer weiß, wenn wir das nächste Mal hier oben sind. Der Weg geht immer mehr runter. Es hat auch abere Stellen. Und ich beschließe, noch eine kleine Pause zu machen. Eine kleine Getränkepause hier. An einem ganz schönen Plätzchen, wo man wieder eine super Aussicht hat hier auf den Sentis, wo in der Sonne perfekt hier beleuchtet ist. Der Risipass ist bereits hinter uns. Und wir laufen wieder runter durch die verschiedenen Bauernhöfe hier Richtung Muggenboden. Ganz eine tolle Tour gewesen, wunderschönes Wetter, extrem warm für den 1. Januar. Und normalerweise hat man das heisse Wetter da und die Strahlung über der Sonne eigentlich erst im Februar und März. Aber jetzt hier im Januar bei dieser Windstille ist das wirklich eine Ausnahme.